ist diese Sanne von Bohlenhutart. Und es wird Zeit, dass ich mal wieder unbedingt ein Video mache, weil ja, es überschlägt sich gerade alles ein bisschen bei mir. Ich habe so viele Happy Mails bekommen. Ich muss jetzt dann anbauen. Ich sag's euch, ich weiß gerade gar nicht mehr, wohin mit allem. Aber das ist so toll und die sind also so wunderschön. Und ja, muss ich jetzt natürlich wieder ein Video machen, weil ich kann natürlich nicht jetzt auf jedes Papierle dann so einzeln eingehen, weil das würde der Rahmen sprengen. Aber ich möchte trotzdem euch alle erwähnen und komme noch dazu. Ich habe heute Geburtstag. Aber ich habe jetzt dann keine Zeit mehr, jetzt Ende der Woche, darum wollte ich das jetzt unbedingt drehen. Und ja, bevor ich mir einen schönen Tag mache noch heute, habe heute Urlaub genommen, mein Mann auch, dann machen wir uns nachher noch einen schönen Mittag. Und jetzt habe ich aber gedacht, jetzt muss ich das noch kurz abfilmen, weil ja, ich habe Geburtstagspost bekommen, ich habe Happy Mails bekommen und ich habe schon letzte Woche Happy Mails bekommen. Da habe ich auch schon was gedreht und da habe ich auch schon eine Seite gestaltet. Und da zeige ich euch das gerade mal jetzt. Moment. Hallo meine Lieben. Ich darf schon wieder ein Video drehen und zwar habe ich tatsächlich schon wieder Happy Mails bekommen. Hier liegt das eine. Und das andere, das zeige ich euch mal kurz zuerst. Ich habe vor kurzem Happy Mails verschickt und die Andrea hat eins bekommen und die Andrea, die hat mir dann was zurückgeschickt. Andrea, das hätte ich nicht brauchen. Also ich freue mich natürlich sehr darüber, aber ein Happy Mail, das muss nicht hin und her gehen. Aber wenn man das machen will, ist das natürlich gar kein Problem. Aber habe mich sehr gefreut, die hat was ganz Tolles gebastelt. Erstmal eine schöne Karte hat sie geschrieben. Ich lese euch gerade mal kurz vor. Liebe Susanne, ich möchte mich noch einmal bedanken. Ich habe mich sehr gefreut. Lieben Gruß, Andrea. Das hat mich sehr gefreut. Und jetzt zeige ich euch, was die Andrea mir gebastelt hat. Wahnsinn. Gucken euch mal das an. Ein ganz toller Kugelschreiber. Mit einem Dingeldangel dran. So was habe ich noch gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht hat, aber es sieht super aus. Also das ist wirklich was Besonderes. Und ein Dingeldangel. Ein ganz tolles. Aber mit so einer, wie sagt man, das kann man dann einfach irgendwo hinhängen, kennen wir ja von Kette oder so, gell? Und unten, da ist ja eigentlich irgendeine Schnur drauf. Ich habe auch solche Sachen, aber wäre ich gar nicht drauf gekommen, dass ich das so beklebe. Aber das ist eine tolle Idee, wer ich mir merke und dann vielleicht auch mal so umsetze. Also das hat sie zurückgeschenkt quasi als Dankeschön für mein Happy Mail, was ich an sie geschickt habe. Also vielen Dank, Andrea. Das hat mich super gefreut. Melina war gleich ganz begeistert von dem Kugelschreiber. Die wollten sich gleich für sich schnappen und gesagt, Moment, das gehört erstmal der Mama. So, und was ihr hier seht, das zeige ich euch jetzt gleich noch genauer. Das ist ein Happy Mail von der Heike. Die Heike hat geschrieben, Hallo Susanne, ich möchte mich herzlich bei dir bedanken und schicke dir meine erste Happy Mail. Durch dich und deine Videos bin ich wieder total motiviert und arbeite wieder in meinem Junk Journal. Auch die Facebook-Gruppe finde ich klasse. Hab in deinen Videos davon gehört und gleich eine Anfrage gestellt, wurde auch aufgenommen. Also da brauchen wir übrigens keine Angst haben. Aufgenommen wird bei uns jeder, weil ich gucke immer wieder rein, ich kann aufnehmen und Luise natürlich auch. Also ich wüsste jetzt nicht, wer nicht aufgenommen wäre, würde. Also ich kann mir das jetzt gar nicht vorstellen, dass da jemand gibt, den man nicht reinlasse. Aber also es ist nur immer so ein bisschen, wie oft wir Zeit haben. Also wir können ja nicht 24 Stunden auf Facebook sein, sondern alle paar Stunden guckt man mal rein und die Leute, wo dann eine Anfrage gestellt haben, entweder tut Luise das dann genehmige oder ich dann. Also, ich bin mega begeistert, danke. Ich hoffe, du kannst etwas von den Dingen gebrauchen, die ich dir eingepackt habe. Ganz liebe Grüße, Heike. So, und da hat Heike schon mal so ganz, ich habe die jetzt ausgepackt, die war in so kleine Tütle drin. Ganz hübsche solche, kleine Perler. Und ihr seht ja gerade selber, die kleinen Scherle sind so voll goldig. Der Pilz ist ja total süß. Die Dinger
ganz ehrlich, ich glaube, Luise hat mal ein Video gemacht, wo sie die benutzt hat. Da muss ich noch mal ein bisschen Stalking betreiben, weil ich weiß nicht mehr, für was man die nimmt. Ich glaube, die sind irgendwie zum Blumenbastler oder so, aber kenne ich nicht. Aber da, ja, mir fällt auch sowas ein, ich kann die auch anderweitig, ihr wisst ja, irgendwas fällt der Frau Bollenhut ein, um diese, also ich finde sie total interessant. Das sind ganz viele. Und also ganz toll sehen die aus. Ja, und dann hat die Heike mir so ein mega, so ein Folder oder wie das heißt, gebastelt mit ganz viele Taschen drin. Und ich weiß gar nicht, ob ich das alles, ich hole jetzt am besten alles mal raus und lege es am besten mal hier auf den Teller drauf. Machen wir den ein bisschen auf Zeit, dass wir das uns alles angucken können. Da vorne so ein kleiner Umschlag dran. Ja, das, wie man die faltet, das habe ich glaube auch mal gezeigt für dich. Voll süß. So ein kleines Kärtle da gemacht. Ganz toll. Ich muss dann immer aufpassen, dass ich dann noch alles habe. Also ich packe jetzt mal einfach aus. Das sind, da habe ich letztens meinen Mann in den Baumarkt geschickt, habe gesagt, Schatz, wenn du nur mal in den Baumarkt gehst, vergiss nicht, mir solche Karte mitzubringen. Tolle Sache, kann man toll mitbasteln. Hat er mir natürlich auch mitgebracht, hat mich gefreut, wäre ich gar nicht drauf gekommen, dass man im Baumarkt sowas kriegt. Aber letztens in unserer Gruppe war jemand im Baumarkt, ich weiß nicht mehr wer, und hat da toll solche Karte mitgenommen. Darf man, glaube ich, gar nicht so laut sagen im Internet, ist egal. Naja, auf jeden Fall, wir Junk Journal Mädels, pst, wir benutzen das halt in unsere Junk Journals, gell? Das ist auch schön, das ist ein Aufkleber. Und das auch schön. Muss ich aufpassen, da ist nochmal auch, das ist auch schön, nochmal einer drin. Das sind so viele Täschle, gell? Happy Birthday, ja. Oh, eine Eldred Card. Ich sage immer Eldred Playing Card, ist nicht richtig. Eine Eldred Card heißt es. Eine veränderte Spielkarte. Und wie schön die verändert ist. Schauen wir mal. Ganz toll. Gefällt mir super gut. Oh, da ist noch eine. Oh, wie hübsch. Schön. Könnt ihr euch auch im Junk Journal außen hin machen, nur hier klebe drunter zum Beispiel, habt dann Tuckspot oder ihr könnt hinter Papier draufkleben, dann habt ihr Möglichkeit, was hier noch drauf zu schreiben und die irgendwo reinzustecken. Super, super hübsch sind die. Kleines Dingeldangel. Und wir haben so mal süße Vögel dran. Das machen wir mal da drauf. Voll süß. So, und, ah, und das kann man da komplett rausnehmen. Guck mal. Das ist jetzt der Folder, den sie gemacht hat. Jetzt ist er leer. Also ich denke mal, dass er leer ist. Ich hoffe, ich habe nichts ver... Ah, das hat sie mit dem Briefumschlag gemacht. Sehr cool. Ganz toll. Und das hat hinten drauf gehängt mit den kleinen Mini-Wäscheklammern. Ah, das ist ja nochmal Papier. Eieiei. Das hört ja gar nicht auf. Das ist ja Wahnsinn. Unendliche Möglichkeiten tun sich da wieder auf. Ei, das ist auch sehr hübsches Papier. Ja. Schön. Und noch Stoff. Also ich muss unbedingt gucken, dass ich meine Nähmaschine wieder in, dass wir wieder Freunde wäre. Im Moment sind wir nicht so Freunde. Ich hatte noch keine Zeit, mich um sie zu kümmern. Schön. Toller Stoff. Und wenn wir wieder Freunde sind, dann kann ich wieder sowas hinnähen. Ansonsten tackert man es halt. Oh, schönes Blau. Hoppala, kommt ein Faden runter. Die sind sehr hübsch.
Die sind, glaube ich, auch von Action. So sehen die mal aus, weil die so geschnitten sind. So habe ich auch welche. Nur andere halt. Die, ich denke, die bringen andauernd neue Stoffe raus. Sehr schön. Der ist auch so hübsch. Gucken wir mal. Obwohl bei uns regnet es heute, ist jetzt gar keine. Ich habe mir heute Ofen angemacht. Ich habe so gefroren. Aber jetzt, ja, jetzt geht die Sonne wieder auf, wenn man so einen Stoff sieht. Ja, das wollte ich euch zeigen. Und ja, ich würde sagen, wir machen es wie immer. Ich mache direkt eine Seite und verbastel hier irgendwelche Kleinigkeiten aus diesem Happy Mail von der Heike und schreibe tue ich dann mit dem Kugelschreiber von der Andrea. Genau, so kommt alles zum Einsatz. So, jetzt räume ich das mal auf die Seite und dann geht es auch schon los, würde ich sagen. Die Seite ist gut, ich habe schon wieder keinen Platz mehr auf meinem Schreibtisch. Müssen wir wieder eine Aufräumsession einlegen. Moment, jetzt schiebe ich es mal gerade dann rüber. Bimmelt schon. Ist unser Bimmele dran. Und diese hübsche. Da könnte ich jetzt eigentlich. Könnte man das noch dazu hängen? Warum nicht? Mal gucken, ob das geht. Genau. Und schon hängt es dran. Sieht super aus. Also ich sage, also Dingeldangel, das reißt immer komplett raus. Super, vielen Dank euch zwei. Hat mich wieder super gefreut. So, und jetzt werden wir kreativ. Und ich wünsche euch viel Spaß. Jetzt gucken wir erstmal, wo man eine Seite habe. Ich habe auch nichts im Kopf. Das ist wieder. Los geht's. Ich fange wie immer an mit einer Collage. Ja. Hier habe ich schon ziemlich was drauf collagiert. Also es ist immer gut, wenn ihr so eine Seite dann erstmal dicker macht. Gerade wenn ihr was drauf malen wollt, könnt ihr gerne so Seite halt mit irgendwas anderem, mit anderem Papier bekleben. Und dann ist es in der einfacher, um drauf zu arbeiten. Kann man auch gerne mit so Buchseite machen, wo man, wenn man Elternbuch gemacht hat oder so, wo man dann einfach übrig hat. Das ist auch egal, ob das jetzt auf dem Kopf steht, wie hier jetzt. Das ist alles wurscht. Sieht man hinter Eva schon nichts mehr davon. Oder ihr habt irgendwelche Verpackungen oder so. Ich habe mir auch gerade vorhin was ausgepackt und das noch. Moment. Ja. Was war da drin? Sticker-Set. Gut. Und wird benutzt. So, jetzt habt ihr das mal gesehen, also eine Seite habe ich auch mitgemacht, aber dann ging das auch weiter. Gell? Dann hat die Elfriede kennen wir ja schon, also ich erzähle es jetzt so in der Reihenfolge nach, wie die Happy Mails gekommen sind. So, die Elfriede hat mir ja schon mal ein Happy Mail geschickt, das habe ich euch ja schon mal gezeigt, ganz toll, ganz sehr näher und so, und hat jetzt auch mit Junk Journal angefangen und ja, die hat mir ein Geburtstagspaket geschickt. Schon ein paar Tage vor dem Geburtstag stand es bei mir. Das stand im Wohnzimmer und ich hab mit der Elfriede ausgemacht, ich mache es erst an meinem Geburtstag auf, also heute. Ich meine, wenn ihr das Video seht, ist nicht heute. Also schon ein paar Tage rum, weil so schnell bin ich ja nicht mit Schneider und so. Aber egal. Also auf jeden Fall habe ich es heute aufgemacht. Ich habe noch nie einen Geburtstag erlebt, wo ich so viele Geschenke aufmachen durfte.
Also ich bin ja kein kleines Kind mehr, gell? Aber also wie ein kleines Kind habe ich mich gefühlt. Also das war so richtig toll. Also so, ja, wenn man so, ja, so liebevoll verpackte Geschenke und so und ja, und dann noch die Happy Mails dazwischen. Also ganz toll. Und die Elfriede, also Elfriede, ich hoffe, du hast jetzt kein Problem damit. Die hat mir sogar ein Gedicht geschrieben und das lese ich euch jetzt vor, weil das ist Herzens Handgeschriebe. Wahnsinn. Also ja, bin noch ganz, ja, ein bisschen ergriffen und aufgeregt. Also ich lese euch vor, pass auf. Hat sie selber geschrieben. Mein Wunsch für dich ist, dass du in deinem Herzen dankbar bewahrst alle kostbaren Erinnerungen an dein Leben. Dass die Begabung, die Gott dir gab, in dir wachsen und dir mit den Jahren helfen soll, die Herzen jener froh zu machen, die du liebst. Ein Gedicht für dich von Elfriede. Wahnsinn. Elfriede, vielen herzlichen Dank. Also du bist die erste Person, die für mich ein Gedicht geschrieben hat. Das kann ich mal also mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Mit roter Glitzerschrift. Ja, ganz toll. Also das kriegt auf jeden Fall eine Extra-Seite. Irgendwann mache ich dann eine Seite nur für mich und für dich. Und da kommt das Gedicht auf jeden Fall rein. Es kriegt da einen besonderen Platz. Ja, und jetzt zeige ich euch auch noch direkt, was die Elfriede alles mir geschenkt hat. Das könnt ihr nicht glauben. Ich kann es selber nicht glauben, aber Elfriede ist schon auch so ein besonderer Herzensmensch. Wahnsinn. So, ich habe das schon mal ausgepackt, weil sonst geht es zu lang, das Video. Auf jeden Fall hat die Elfriede mir hier eine schöne Karte gemacht. Ich gucke nochmal. Eine schöne Geburtstagskarte. Liebe Susanne, alles Liebe und Gute zum Geburtstag. So eine süße Karte. Die wird dann in dieses Junk Journal reinkommen. So, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander, weil das war ein großes Päckle. Hier mit sowas hat es angefangen. Da hat sie. Wunderschönes Papier, so Tags und so, in Glitzer und in Normal und in alle Farben. Ganz hübsch, ganz hübsches Papier. Und das in diesem tollen Umschlag. Okay. Das ist schon mal toll. Das lag so dabei. Das ist wahrscheinlich nicht reingegangen. Wahrscheinlich war die zu groß. Die sind auch wunderschön. Dann lag drinne so Band. So, ich weiß nicht, das ist das Geschenkband. Da kann man wunderbares Dingeldangel mitmachen. Und so ein hübsches Band. Hat sie einfach so dazu gelegt. Wahnsinn. Also ich war schon wo ich es aufgemacht habe und es lag so, da habe ich gedacht, mein Gott. Und dann alle Pakete waren so eingepackt in solchem Papier. So. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, was da drunter war. Ihr wisst ja, ich liebe Notizbücher und Elfriede hat meine Videos anscheinend wirklich angeguckt, die weiß das auch und hat mir echt drei Notizbücher geschenkt. Einfach so. Toll. Und die sind richtig schön. Liniertes Papier, das hat kariertes Papier und das ist eins, also wie Tagebuch, wo man jeden Tag, also perfekt, kann man wunderbar benutzen. Vielen Dank, Elfriede, Wahnsinn. Da hat sie noch mehr Pakete gehabt, das war auch eins. Da guckt ja schon was raus, jetzt ist ja noch schon ein Teil gesehen. Gucken wir euch mal das an. Also, Elfriede hatte schon, ich weiß nicht, wie viele Junk Journals gebastelt. Mir hat sie ja das letzte Mal schon welche geschenkt und jetzt hat sie mir das auch noch gemacht. Und wenn ich mir das so angucke, dann ist das genau nach meiner Anleitung, die ich da mal gemacht habe. Da mit dem Rand hat sie genau nachgemacht, mit dem Butterbrotpapier da drauf. Wunderschön. Hübsche Frau da vorne. Dingeldangel, das ist auch ganz besonders. Gucken wir mal, was da alles dranhängt. Ganz klasse. Und so ein schöner Knopf. Ja, und ich denke, das werde ich nehmen als für
die ganze Post, um die Post aufzubewahren. Das sind so schöne Karten drin, wo man, da ist auch was drin, hat so Stoff drin, zum Beispiel. Die andere, da ist nichts drin. Und dann ein Changchun, wie es sich gehört, wie es sein soll. Mit altem Papier, Umschläge dran. Also ich habe es vorhin ganz in Ruhe angeguckt. Es ist wunderschön. Und wirklich alte Buchseite, eine Tasche reingemacht. Ganz, ganz toll. Serviette drinnen noch. Irre, oder? Ja, das wird jetzt, da werde ich auch ein Video machen, wie ich dann die Post und so. Ich hoffe, dass es von der Größe her geht, aber das habe ich mal vor. Ist das super. Und dahinter auch nochmal Tasche, weil sie hat drunter, wie ich es auch gemacht habe, ein großer Briefumschlag gehabt. Und dann hat man hier eine Tasche und man hat da vorne eine Tasche. Toll. Toll. Also, Elfriede, vielen, vielen Dank. Also, das ist ja echt, echter Wahnsinn. Jetzt packe ich das mal gerade weg, weil Elfriede hat noch mehr geschenkt. Man kann es nicht glauben, aber es ist wirklich so. So eine schöne Spitze hat sie geschenkt. Und hier auch so ein Täschle. Da ist auch schöne Spitze drin. In rosarot. Die ist auch sehr hübsch.
Und dann nochmal eine in so, ja, in weiß aus. Guck nochmal, sehr schöne Stiel. Wow, echt. Toll. Da kann ich wirklich mal ein großes Junk Journal machen, wo auch mal ich Spitze dran ist mit meiner Nähmaschine. Ich habe gesagt, wir sind gerade keine Freunde, aber bald sind wir wieder Freunde. Und das ist so toller Stoff. Von dem habe ich schon mal gekriegt. Da hat sie mir das letzte Mal was genäht. Und jetzt hat sie, müssen wir mal gucken, wieder was genäht. Am Anfang habe ich gar nicht erkannt, was das ist. Aber jetzt mittlerweile bin ich schlauer. Also da muss man erstmal auf die Idee kommen. Das ist richtig toll. Ich weiß jetzt noch nicht, wie rum. Da ist ein Druckknopf dran. Da sind Taschen drin. Da kann man Sachen reinmachen. Schön mit Reißverschluss. Bis ganz tief runter. Und wenn man es aufmacht, kann man hier eigentlich überall was reinstecken. Theoretisch kann man sogar ein Junk Journal da reinstecken. Dann ist das wie eine Verpackung von einem Junk Journal. So könnte man es auch benutzen. Oder einfach, um halt Sachen drin aufzubewahren. Also das ist doch toll, oder? Wahnsinn. Und so richtig so Patchwork-mäßig in sämtliche Farbe. Und mit so einem Druckknopf, zack. Also das ist eine super Sache und da muss ich mal gucken, wie ich das benutze und was ich da reinmache. Sowas habe ich noch gar nie gesehen. Also das ist ja super. Freut mich wahnsinnig. Also überhaupt, wie lange man da sitzt, bis man sowas genäht hat. Also bei mir wird es ja in einem Jahr nicht fertig wäre. Also ich mit meinen Nähkünsten kann man vergessen. Aber das ist richtig toll. Vielen, vielen Dank, Elfriede. Das ist brutal, wahnsinnig toll. Jetzt darf ich nicht durcheinander kommen. Moment. Da ist schon noch mehr. Ja. Ja, das geht weiter. Hat sie mir noch mal ein kleines, guck mal, mit einer süßen Knöpfe da unten. Und das ist also schön da vorne. Noch mal ein kleines Junk Journal gemacht. Auch wieder mit schönem alten Papier, schön reinknäht, hat eine Tüte drin, Tortenspitze drin, eine Karte. Das ist auch so süß. Das werde ich direkt hier auf den Schreibtisch stellen, weil da vorne, das sind so meine kleinen Junk Journals. Und da werde ich, ja, das werde ich benutzen als Notizbuch. Also das ist schon, da habe ich schon meinen Plan, was ich damit mache. Dann war da noch ein Umschlag drin, zum Verbasteln hat sie noch geschrieben. Und da hat sie so Seite von Bücher schöne. Ja, vom Näher und dann noch mit so Rezepte. Und die sind lecker, die Rezepte. Ich habe echt schon geguckt. Also ich habe dann gedacht, oh, das muss ich mir gleich irgendwo anders noch notieren. Und so schön mit schöne Blume. Ganz super. Und so tolles, dünnes Papier. Ich weiß nicht, ist es vom Näher oder so. Und es riecht auch noch gut. Ich weiß nicht, wie es wahrscheinlich hat sie Parfüm drauf gemacht. Es riecht wirklich gutes Papier. Das ist so mega. Und dann hat es gekleppert in der Kiste. Kleppert für die, wo nicht wissen, was es heißt. Es heißt, was heißt es denn auf Hochdeutsch? Es hat Geräusche gemacht. Weil da kam das sieht schon aus wie ein Schatz. Und es ist auch einer. Gucken wir mal. Das hat man gehört. Hat sie selber so eine Schachtel gebastelt. Und jetzt halte euch mal fest. Achtung. Wow. Das war da schon drin, gell? Da fehlen einem die Worte. Oder? So tolle Perle. Und eine ganze Kiste voll. Und die Kiste auch noch gemacht. Brutal. Also Elfriede, wie ich kann das gar nicht gut machen. Also ich weiß es wirklich nicht. Also. Das ist so, so schön. So schön. Halt's euch mal höher hoch.
Und das Kistle. Das Kistle. Das ist auch so toll. Wunderschön. Also das ist wirklich wunderschön. Und noch mal eins. Also, ja. Das ist auch selber gemacht. Da sind Osterbonbons drin. Und noch mal so kleine Medaillons. Und ja, da war glaube ich Nummer 1, ist das irgendwo jetzt noch rutscht. Weiß jetzt gar nicht. Muss ich nachher mal gucken. Auch dazu verschließen mit so einer Bändele. Zuckersüß, oder? Also ich bin ganz begeistert. Erst heute Morgen habe ich ein bisschen meinen Schreibtisch aufgeräumt, weil da war alles voll. Dann habe ich noch gedacht, ich bräuchte mehr so kleine Kistle, wo ich irgendwas drin aufbewahren kann. Weil man hat immer so kleines Zeug, wo man dann irgendwo gern hinmachen möchte. Und dann, ja, und jetzt habe ich sie, wie wenn sie es geahnt hätte. Ja, das war das Geburtstags-Happy Mail von der Elfriede und Elfriede. Also tausend Dank. Das reicht gar nicht. Also ich weiß gar nicht. Also das ist so besonders. Und ja, wahnsinnig, wahnsinnig. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Du bist ein ganz besonderer Mensch und ich finde es toll, auch dass du jetzt bei uns in der Junk Journal Deutsch Gruppe bist und da auch ein bisschen auch manchmal deine Sache zeigst und so. Und ja, also ja. Ich werde es sehr in Ehren halten. Es wird auf jeden Fall auf meinem Schreibtisch einen Platz bekommen. Ich muss da mal mir noch was überlegen, wie ich das mache. Aber irgendwann hat es da seinen Ehrenplatz und wird auch benutzt, weil das ist ja wichtig. So, jetzt räume ich das weg, weil mir hinter noch mehr. Also im Moment glaube ich, ich mache zwei Teile, weil ich glaube, das kriegen wir gar nicht in ein Video rein. Also, bis gleich. Ganz vorsichtig. So, habt ihr das gesehen? Ist doch wahnsinnig, oder? Also das geht so richtig ins Herz rein und ja, und freut mich wirklich sehr. Also ihr seid alle so toll da draußen. Also ich kenne euch ja alle nicht und ihr kennt mich ja eigentlich auch nicht wirklich, aber dass es sowas gibt. Also ich hab heute wieder mit meiner Mama telefoniert. Ich habe gesagt, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist einfach. Ja, Leute, dann sowas mache, habe ihr auch das Gedicht vorgelesen, die war auch ganz Fundesucker und hat sich auch sehr gefreut und ja, das ist toll. Vielen Dank nochmal.
ich möchte mich vielmal nochmal herzlichst bedanken bei euch. Und ja, ich bin einfach nur froh und glücklich und das noch an meinem Tag heute. Also das ist ja so. Und jetzt werde ich mich mal auf die Socke machen und gehe mit meinem Mann noch. Jetzt gehen wir einen Kaffee trinken und vielleicht noch ein Museum besuchen, weil wir machen keine große Party heute. Das mache ich nicht, weil mit meinen Freundinnen treffe ich mich mal einzeln. Und ja, aber so ist auch schön. Genau. Ah, und von meinem Junk Journal Man, also ihr wisst ja, der hat mir auch ein Geschenk gemacht. Da hat er sich wirklich was überlegt und das zeige ich euch gerade mal. So. Und das ist jetzt vom besten Junk Journal Man der Welt. Der hat einfach so ein antikes Schmuckkästchen mir geschenkt. Hat er irgendwo auf eBay gefunden. Und ich habe da jetzt schon mal angefangen, so ein bisschen was reinzumachen. Und es hat da so Schublädle dran. Da mache ich jetzt das silberne Charms rein. Da unten mache ich ein paar goldene rein. Da habe ich noch ein bisschen ein Problem. Da kann man ja eigentlich Ringe reinmachen. Das weiß ich nicht, das werde ich mal ausbauen, und da, damit ich das benutzen kann. Damit ich da was reinmachen kann. Und oben eben, hat man da so einzelne Fächer. Und da ist noch Spiegel dran. Und ja, und man kann es zumachen. Und das passt. Ist nicht so riesig groß, aber es passt ja super noch auf den Schreibtisch. Und dann hole ich mir da einfach Schublädle raus und kann da mir dann was aussuchen. Und ich kann es oben noch als Ablage benutzen. Ja, das ist von meinem Schatz. Und wie gesagt, und dann gehen wir noch irgendwo ein Wochenende verbringen miteinander. Und ja, toll. Toll, dass er auch an mich gedacht hat und eben auch für mein Hobby mir was besorgt hat. Das hat mich sehr gefreut. Und ja, das zeigt halt auch Wertschätzung irgendwo. Und ja, ja, ist schon ganz lieber. Ja. Bald sehen wir ja mal, weil ich denke, die 1000 Abonnenten haben wir auch bald zusammen. Und ja, und dann ist er ja die Glücksfee. Also ich hoffe, dass ich das jetzt dann noch alles hinkriege mit dem nächsten Gewinnspiel und so. Und ja, da gucken wir mal. Ich werde schon schaffen. Ist das nicht süß? Also ja, und ich habe schon angefangen, natürlich, ich habe da gesehen, schon zu fühlen mit der Ebbe. Das ist toll. Ich hoffe, ich kriege auf meinem Schreibtisch noch irgendwo einen kleinen Platz. Also wenn nicht, dann baue ich hier am Schreibtisch irgendwie noch einen Meter an, weil das muss da drauf. Und ja, und dann haben wir beschlossen, wir gehen noch zusammen irgendwo ein Wochenende verbringen in der Stadt. Und wir schenken uns eigentlich immer sowas, dass man irgendwie zusammen ein Wochenende irgendwo verbringt. Und ja, und hat mich sehr gefreut. Und schöne Blumen hat er auch noch geschenkt. Da muss ich noch ein Foto machen, das darf ich auch nicht vergessen. Weil ich mache immer Fotos von meinen Blumensträuße und ja, kann man die ausdrucken, hat man länger was davon, als kleiner Tipp am Rande. So, und jetzt wünsche ich euch auch einen schönen Tag. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.